Die Kryptos gehen von hoch zu hoch, der Bitcoin, Ethereum und so weiter. Doch die Kryptoaktien ziehen einfach nicht mit. Was ist denn da los? Einige von euch haben gefragt, was ist denn eigentlich mit der Bitcoin Group? Steigt jetzt noch oder fällt jetzt wieder ins Bodenlose? Das wollen wir uns heute im Video angucken. Servus, grüß dich und moin moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und wir schauen uns die Bitcoin Group an. Wo steht sie aktuell? Und das machen wir am besten natürlich immer am Chart. Gebt dem Video schon mal den Daumen hoch und die Glocke natürlich anmachen. Da kriegt ihr auch die nächsten Videos immer zeitnah zugestellt. Und kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe. Link ist unten drunter in der Videobeschreibung. Ja, die Bitcoin Group konnten wir ja schon einmal sehr gut handeln. Und wir gehen auch gleich drauf ein, wie ich die weitere Entwicklung sehe. Ich habe es euch hier schon mal eingezeichnet. Für mich ist halt fraglich, sind wir noch in der Welle 4 und wird die hier gegebenenfalls erst beendet, also nochmal ein leichter Rücklauf, oder war die Welle 4 hier schon zu Ende und wir haben hier nochmal eine 1212 in dieser 5, also dass die sich nochmal aufspaltet. Harmonischer würde ich es finden. Wir gehen nochmal ein Stück weit runter, vielleicht so auf 36. Euro, ehe der nächste Schub dann in der kommenden Woche losgeht. Ich muss anmerken, ich bin hier investiert. Ich habe sogar noch mal nachgekauft heute bei der Bitcoin Group. Also die bestehende Aktienposition habe ich noch mal erhöht. Den Knockout-Zertifikat, das wir ja schon hatten, habe ich hier ein aktuelles noch zugekauft. Ja, ich habe auch, ihr könnt es hier sehen, welchen ich da genommen habe. Ist jetzt kein Geheimnis. Hat einen K.O. bei 32,48. Also es ist schon ein Stück weit weg, ne? Also unter dem Tief hier. Aber es darf jetzt aber auch kein Abschüttler kommen, der tiefer geht. Dann würde das in einem Totalverlustrisiko enden. Und im Anschluss sehe ich dann eine Aufwärtsbewegung bei der Bitcoin Group Richtung erstmal 60 Dollar, 60 Euro, ehe dann eine ordentliche eine Korrektur anstehen würde, was ja auch beim Bitcoin dann sehr wahrscheinlich ist, nach dem Erreichen neuer Allzeithochs, dass dann ein stärkerer Abverkauf kommt. Und wie können wir das berechnen? Ihr kennt das ja vom letzten Mal. Also das sind die letzten veröffentlichten Daten. Ich habe die einfach nur aktualisiert auf den derzeitigen Stand. Also wenn Sie immer noch Ihre knapp 4000 Bitcoins haben, habe 61.000 Euro hinterlegt pro Bitcoin, dann ist dieser hat das einen Wert von 225,5 Millionen. Dann haben sie noch gut 10.000 Ethereums. Da habe ich 3.500 Euro. Wir stehen aktuell höher. Es sind 36 Millionen. Insgesamt ein Kryptobestand von 261,6 plus die liquiden Mittel, die sie das letzte im Halbjahr ausgewiesen haben, im letzten Geschäftsbericht, komme ich auf ein Cash-Äquivalente. Also wenn sie Bitcoins und Ethereums verkaufen würden, hätten sie 276 1 Millionen Euro wäre die Firma wert. Aber jetzt haben Sie 5 Millionen Aktien und der Aktienkurs sind 38 Euro, macht eine Marktkapitalisierung von 190 Millionen. Ihr seht die Diskrepanz, da könnten 86 Millionen Euro fehlen und genau das ist, was man eigentlich doch gerne sucht. Wir haben hier die Chance, eine unterbewertete Aktie zu kaufen, die noch an und für sich um 86 Millionen steigen müsste. Und das wären ja 45% ja, Anstieg. Und vom aktuellen Stand ergebe das dann, wenn wir das einmal umrechnen, ein Aktienkurs, der gerechtfertigt wäre, nur von den reinen zu reiner Zerschlagungswert, ohne dass man die Bank und so weiter und die Kunden berücksichtigen, von über 55 Euro. Von daher habe ich aus fundamentalen Gründen null Probleme, die Aktie auch weiterzuhalten und sogar noch zu verteuern in dem Moment, weil wir hier einfach noch genug Potenzial haben. Das haben aber nur sehr wenige Aktien draußen. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Es gibt viel Schrott. Ja, die machen gerade mal
ein, 2 Millionen Umsatz, unterm Strich machen sie Verluste, haben aber trotzdem teilweise höhere Bewertungen als hier wie eine deutsche Bitcoin Group. Das mag sein, dass da noch etliche Werte deutlich tiefer gehen. Das sehe ich aber bei der Bitcoin Group aufgrund der Substanz, die da sind, derzeit nicht. Von daher kommt dieser Kringel von damals, ja, wo wir unten waren, hat man gesagt, hier, da müssen wir hin auf 38, Aufgabe erfüllt. Jetzt ist der Kringel hier, da müssen wir hin. Also haben wir das vielleicht sogar, letztes Mal ging es ja auch sehr zügig, wenn der Bitcoin jetzt nochmal neue Hochs macht, dass wir dann einfach hier hochlaufen in diesen neu gekringelten Bereich und diesen Zielbereich entsprechend abarbeiten. Das soll es auch schon kurz und knapp gewesen sein zur Bitcoin Group. Ihr macht eure Kommentare wie immer unten drunter und dann hören wir uns sicherlich morgen schon wieder hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, hervorragendes Wochenende und je nachdem, wann du es siehst, vielleicht auch einen guten Wochenstart. Und dann hören und sehen wir uns hier auf dem Kanal wieder. Tschüss, sagt euer Stefan Bode aus Hannover.